Gemälde eines großen Künstlers? Nein, diese Bilder wurden nicht mit Pinsel und Farbe gemalt, sondern von einer künstlichen Intelligenz mit Hilfe der Wörter Picasso und Frau. So eine KI kann aber nicht nur malen, sie kann auch selbstständig Texte verfassen und Dialoge führen. Chatbots stellen unsere menschliche Kreativität in Frage und verändern unsere Gesellschaft. Systeme wie ChatGPT von OpenAI und Microsoft, Bard von Google oder Llama von Meta. Dieses Werkzeug hat so zwei Seiten der Medaille. Und die eine ist eine unglaubliche Faszination mit diesen vielfältigsten Möglichkeiten, die das System so hat. Auf der anderen Seite kann man sich auch den Missbrauch genauso vorstellen. Was ist das für eine Software, auch Chatbot genannt? Der bekannteste? ChatGPT steht für Generative Pre-trained Transformer. Es ist eine Software, die auf dem Prinzip des maschinellen Lernens basiert. Dazu wurde sie zunächst mit rund 500 Milliarden Wörtern aus dem Internet gefüttert. In diesem Training lernt das System Strukturen in der Sprache zu erkennen, ohne die Sprache wirklich zu verstehen. Das funktioniert ähnlich dem menschlichen Gehirn. Je besser die Daten und je länger das Training, desto besser die Ergebnisse. Hat das System genügend Informationen gesammelt, kann es scheinbar sinnvoll kommunizieren. Wie gut funktioniert das? Wir starten ein Experiment. Mensch gegen Chatbot. Anne-Kathrin hat schon mit ChatGPT für ihren Podcast namens Studiokomplex gearbeitet. Autorin Stefanie noch nie. Beide sind Journalistinnen. Vor allem Anne-Kathrin lebt davon, Texte zu schreiben. Hat sie da keine Angst vor einem System, das vielleicht besser ist als sie? ChatGPT ist überhaupt nicht innovativ. Also, was wir ganz viel gemacht haben, wir haben ja sehr viele unterschiedliche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner in jeder Folge und wir haben die Fragen generieren lassen. Die Fragen waren so langweilig, die waren komplett erwartbar und auch die Witze sind erwartbar und auch die Dramaturgie, wenn sie gut ist, alles ist sehr erwartbar. Und wir bei Studiokomplex, uns ist ja extrem wichtig, dass wir so einen speziellen Twist haben, dass wir Leute überraschen, dass wir auf eine Art und Weise über Sachen nachdenken, über die man vorher vielleicht nicht so nachgedacht hat. Und das kann ChatGPT nicht leisten. Doch ChatGPT lernt ständig dazu. Die Aufgabe heute lautet, einen Artikel zusammenfassen und die passende Schlagzeile finden. Tägliches Handwerkszeug für jeden Journalisten. Da Anne-Kathrin schon Erfahrung hat, füttert sie den Chatbot mit dem Artikel und der Aufgabe. Stefanie macht sich oldschool per Hand ans Werk. Wie lange dauert das jeweils und wie wird das Ergebnis ausfallen? Wir fahren nach Kiel, hier gemalt von einer KI. Dort erforscht die Wirtschaftsinformatikerin Doris Wessels, wie gut solche Systeme schon funktionieren und warum sie immer besser werden. Man hat insbesondere versucht, unzulässige Inhalte rauszufiltern, also dem System Filter aufzusetzen, sodass nicht jede Abfrage zum Beispiel zum Bombenbau auch gleich zu einer Antwort führte. Das versucht man abzufangen. Das heißt, man hat versucht, dort korrigierend einzuschreiten. Studierende lernen hier an der Fachhochschule, Chatbots gezielt einzusetzen. Die Wissenschaftlerin will heute zeigen, warum diese KI kein klassisches Copy-and-Paste-System ist, also nicht nur Versatzstücke aus anderen Texten zu einem neuen Text zusammenbastelt. Dann wäre mein Vorschlag, dass Sie jetzt als Prompt mal eingeben, wie können wir Krankenhäuser in Deutschland nachhaltiger gestalten? Prompt, das ist die Aufgabe, die der KI gestellt wird. Sekunden nach dem Eingeben der Frage sind die Ergebnisse schon da. Und? Ja, aber das sind doch schon ganz beeindruckende Ergebnisse. Ja, sehe ich genauso. Da kommen auch Ideen, über die man gar nicht nachgedacht hat. Mhm. Das ist ja wirklich von bis, von Mülltrennung bis wirklich Wassereinsparungen. Bis zum Grünflächenmanagement. Ist das ein nützliches Werkzeug im Studienalltag? Ja, mir macht Spaß, damit zu arbeiten. Es erleichtert das Lernen. Und ich denke, dass da die Qualität auf jeden Fall auch sehr gut ist. Man kann nicht allem glauben, was dort geschrieben wird. Man sollte es immer noch mal überprüfen. Da wird ab und zu was dazu gedichtet, leider. Aber es ist trotz allem echt ein super Tool. Fragt sich nur, wie lässt sich in Zukunft verhindern, dass die Studierenden schummeln und die Texte der KI als ihre eigenen verkaufen?
Schummeln setzt ja voraus, dass sie es nicht dürfen und versuchen zu verbergen. Und das ist aus meiner Sicht der falsche Weg, sondern wir müssen diese Tools, die nun mal in der Welt sind, die auch nicht wieder verschwinden werden, da hilft es nichts, die müssen wir versuchen, intelligent und zielführend in unseren Bildungsbereich zu integrieren. Wir machen uns auf den Weg nach Heidelberg. Hier sitzt eine KI bereits am Empfang des Rathauses und beantwortet die Fragen der Bürger. Zum Beispiel zur Müllabholung in einer bestimmten Straße. Hardy heißt die einfache Version. Lumi, die neue, weiterentwickelte KI, die noch in der Testphase ist. Eine Art virtueller Rathausassistent. Und im zuständigen Amt ist man schon sehr zufrieden mit dem neuen Mitarbeiter. Lumi kann schon jetzt sehr viele Bereiche abdecken. Das heißt, in Zukunft wäre es so, dass Bürgerservices oder Bürgerämter sich dann mehr auf die Bürgerbetreuung oder auf komplexere Anfragen konzentrieren können. Doch was kann die KI eigentlich besser als die nette Dame am Empfang? Eine KI kann in kürzester Zeit strukturiert große Datenmengen durchgehen, was ein Mensch jetzt nicht kann. Klar hat ein Mensch auch Erfahrungswissen, aber wenn man eine spezifische Datenquelle angeschlossen hat, kann man immer sicher gehen, dass die KI auch darauf zugreifen kann, zu jeder Zeit und relativ schnell. Das System der Stadt basiert auf einer Entwicklung des Heidelberger Start-ups Aleph Alpha. Dessen Software wurde mit 70 Milliarden Parametern gefüttert, viel weniger als bei der Konkurrenz von Microsoft oder Google. Aber in Vergleichstests waren die Ergebnisse ähnlich gut. Hightech made in Germany. Da hat sich gezeigt, dass wir, wenn man jetzt eine Vielzahl von Standard-Messverfahren nimmt, die alle ihre Stärken und Schwächen haben, dann sieht man, dass wir ähnlich gut abschneiden, aber das sogar bei besserer Effizienz. Also da sind wir eigentlich sehr stolz drauf. Aleph Alphas KI heißt Luminis. Sie unterstützt Unternehmen und Organisationen, indem sie die internen Datenbestände sammelt und daraus Informationen aufbereitet. Wie ein allwissender Assistent, der jede Nische des Unternehmens kennt. Luminis kommuniziert, indem sie die wahrscheinlichste Antwort auf eine Anfrage berechnet. Also sie wird auf jeden Fall die Welt transformieren, die Welt der Wissensarbeit transformieren und schnell transformieren. Und das wird natürlich auf jeden Beruf, der viel mit Sprache und Content und Information zu tun hat, große Auswirkungen haben. Und die Akteure, die sich schnell anpassen können, werden gewinnen. Und wer hat in Frankfurt bei unserem Test die Nase vorn? So, ich bin fertig. Und du? Ich noch lange nicht, aber dafür habe ich den Artikel wenigstens gelesen. Soweit bin ich schon mal. ChatGPT und Anne haben nur wenige Sekunden gebraucht. Stefanie ist nach 19 Minuten soweit. Ich bin fertig. Ja, ich schon eine Weile. Ja, ich war. Wie du dir denken kannst. Mal gespannt. So. Gemeinsam schauen sich beide Journalistinnen ihre Ergebnisse an. Ich glaube, es ist ein bisschen Wahrheit und Dichtung bei mir, kann ich dir sagen. Wie lange hast du gebraucht? 5 Sekunden vielleicht. Das war echt bitter, ja. Aber wie gut hat die KI die eigentliche Aufgabe erfüllt, also den Artikel über die Energiewende zusammengefasst? Das ist interessant, weil das stand alles nicht im Artikel. Tatsache? Nee, das steht nicht im Artikel. Also es ist sehr viel informativer als meine Zusammenfassung, aber da kommen Dinge vor, die überhaupt nicht im Artikel waren. Und es fehlen ganz viele Dinge, die im Artikel waren. Ja, müsste man dann halt wieder nachrecherchieren. Ne? Deswegen vertraue keiner ChatGPT-Zusammenfassung. Und ich bin auch ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen neidisch auf die Kreativität bei den Schlagzeilen. Ja, ich muss sagen. Ist nicht schlecht. Also Bye-Bye-Benzin ist super. Unser Fazit? ChatGPT war blitzschnell und hat einen guten Text geliefert. Eine Zusammenfassung war es aber nicht. Und mit den Fakten nimmt es die KI auch nicht so genau. Was die Schlagzeilen betrifft, konnte es die künstliche Intelligenz aber locker mit dem Menschen aufnehmen. Willkommen bei Studio Komplex, dem Podcast, in dem wir der Frage auf den Grund gehen, wird künstliche Intelligenz, KI abgekürzt, uns Menschen überflüssig machen? Hoffentlich nicht. Aber wenn in Zukunft immer mehr Texte durch Computer entstehen, werden wir dann nicht alle dümmer oder sogar falsch informiert? Da müssen wir als Gesellschaft wachsam sein. Das System, das muss man sich immer wieder bewusst machen, versteht überhaupt nicht,
worum es geht. Es ist pure Statistik auf einem beeindruckenden Niveau. Wir müssen uns immer wieder bewusst machen, auf der anderen Seite sitzt kein Mensch und da sitzt nur ein Software-System. Und dieses Software-System versteht überhaupt nicht inhaltlich, was es dort macht. Noch sind wir nicht ersetzbar. Zumindest nicht überall. Aber der Wettstreit zwischen Mensch und Maschine, Gehirn und KI, ist in vollem Gange. Holy shit.